Okay, dann bewegen wir uns mal ein wenig. Und zwar nach Citruin oder... Ja, komm. Da können wir nochmal hin zum Polizeirevier und von dort aus vielleicht erstmal weiter. Und wir müssen echt rausfinden, wie das mit den Mini-Atombomben funktioniert. Denn dann könnten wir mal ordentlich atomisieren. So, und zwar würde ich mir gerne... Da, das ist so ein bisschen rechts. Da, das ist das Ziel, okay. Höre ich allerdings auch irgendwo Schüsse. Art. Das hört sich an wie jemand, dem man helfen sollte. Hä? Ist das jetzt hier ein Art gegen Art? Wieso haut ihr euch? Denkst du etwa, ich hab Angst? Wie viele Schuss habe ich noch übrig? Oh, Scheiße! Was macht ihr denn hier? Du kriegst mich nicht! Ich weiß nicht, was das soll gerade. Preston hat das nicht gefallen. Hör zu, ich bin gerade nicht in der Stimmung zum Quatschen. Was war das? Wieso beschießen die sich? Also ich meine, ich kann doch gerne ein bisschen zugucken und sie dann ausrauben. Das ist kein Problem, aber... Ich wüsste schon gerne mal, was die da machen. Nicht zu sehr an die Schusslinie geraten. Also ich weiß echt nicht, was das soll, was sie da machen. So. Also der hat eh nicht mehr viel, glaube ich. Nö. Werden sich vermutlich einfach nur gegenseitig beide killen. Er wird zuerst sterben. Der Kollege hier mit der Pistole. Oh, oder auch nicht. Wir werden das nicht mehr brauchen. Hi. Na, rede jetzt mit mir. Ich will einfach nur alleine sein. Hör zu, ich... Juckt mich nicht. Ich bin gerade nicht in der Stimmung zum Quatschen. Das Ding sah aus wie ich. Das Ding sah aus wie ich. Hallo. Hör zu, ich bin gerade nicht in der Stimmung zum Quatschen. Mal kurz was ausprobieren. Das Ding sah aus wie... Ich kann also nur den anderen treffen. So. Ich treffe den einfach nicht, ich stehe direkt vor ihm. So, mit Crit geht's. Preston hat es nicht gefallen. Oh Gott, bitte. Ich will einfach nur alleine sein. Das Ding sah aus wie ich. Okay, also die sagen eins zu eins dasselbe. Das wollte ich eigentlich nur rausfinden. Schätze, wir werden das nicht mehr brauchen. Oh Gott, ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Gut, ich gehe ja schon. Was auch immer diese Art da macht. Verbindungshaus 115. Schöner Ort hier. Sehr schön. Mit dem ganzen Regen und so. Wow, Supermutanten. Yo, Supermutanten. Allerdings ohne Mini-Atombombe auf dem Arm. Das ist schon mal positiv. Oh, oh. Eieiei. So, ich versuche noch mal ein bisschen näher zu kommen.
haben Gesellschaft. Ich weiß. Habe ich gesehen. So. Was? Der Crit hat ihn nicht getötet. So, zum Glück ist einfach diese Waffe so OP, dass es völlig egal ist, auf was ich hier schieße anscheinend. Auch wenn der Typ hier Crit überlebt hat, das ist, finde ich, krass. Das hat noch keiner überlebt bisher. Klar, ist ein super Mutant, aber immer noch eine Leistung, finde ich. Muss man erstmal schaffen. Das Ding hat schon ordentlich Wumms hier. So, ich vermute mal, das ist tödlichst verstrahlt, das Wasser. Ja, 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 ja. Ist es. Da gehen wir nicht durch. Viel zu viel Strahlung. Das ist sehr gefährlich für uns. Wir versuchen es mal über die Brücke. Würde ich so vorschlagen. Als Alternative. Oh, hier müsste man doch hochklettern. Ja, geht. Ich höre sowieso hier schon wieder Schüsse. Bestimmt wieder irgendwelche Räder. Na, die Karte. Vielleicht können wir auch außen rum. Man könnte außen rum oder man nimmt jetzt einfach hier die Brücke. Das ist wahrscheinlich am schnellsten. Na, von daher nehmen wir jetzt einfach mal die Brücke. Oh, waren hier nicht irgendwo noch zig Ghule? War das nicht hier? Puh, nicht reingelaufen. Nicht reingelaufen. Hey, hey, hey. Oh, oh, weg hier. Das Auto explodiert gleich. Preston! Komm, nimm dir eins. So. Komm. Wir ziehen weiter. Wo kommt man auf die Brücke? Hier kommt man auf die Brücke, glaube ich. Irgendwo hier. Mal hier so lang. War das nicht hier? Ach, da. Bin ich blind, ey. So ein Riesenteil und ich sehe es nicht. Na gut. Boah, ich hoffe nur, man kann noch über die Brücke gehen. Denn ich muss ehrlich sein, das sieht nicht so aus, wenn ich mir das da mal so angucke. Nee, da kommst du auch nicht mehr drüber. Fuck. Wie kommt man denn dann an die Brücke hoch? Ist da eine Leiter? Nein. Eher nicht so. Was ist das? Ah. Klassischer Aufzug. Hey, hier drüben. Bin dabei, General. So will ich das hören, Junge. So will ich das hören. So, das ist der Aufzug nach oben. Wunderherrlich. So, sehr gut. Jetzt können wir die Brücke doch benutzen. Ich muss echt ein bisschen die Augen aufhalten, wegen den Minen. Wer ist das? Ach, das ist ein Paladin. Das ist eine Powerrüstung. Einfach so. Die müssen wir mitnehmen. Nice, Alter. Eine Powerrüstung. Der Chor ist fast voll. Wir müssen nur eben hier über die Brücke laufen. Wenn das hier geht. Müsste man springen können. So. Sprinten verbraucht sehr viel AP. AP, sage ich schon. Fusionsenergie hier von der Power-Rüstung. Deswegen sollte man das nicht machen. Hab ich auch nicht gewusst, als ich die erste Power-Rüstung hier durchs Ödland stolziert habe. War ein bisschen doof. So, das wird definitiv wehtun, da runter zu springen. Okay, hier ist noch der Rest der anderen Brücke. Ah, es ging. Es ging. Hab schon sanftere Landungen gelegt. So, hier ist es kein Problem.
sich hin. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich dachte, da komme ich direkt drüber. Da ist eine Brücke. Da wäre auch eine Brücke. Da wäre die Brücke gewesen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, aber ist ja nicht so schlimm, denn durch diesen Zufall haben wir ja schließlich unsere Power-Rüstung gefunden hier. Unsere zweite. Die werden wir gleich auch in die Siedlung bringen. Ich möchte nur den Ort entdecken, dass ich schnell reisen kann. So, ich weiß, das verbraucht sehr viel Fusionsenergie, aber das ist mir jetzt gerade wert, damit wir ein bisschen zackiger vorwärts kommen. Ist ja nice, ey. Dann können wir die hier vielleicht oder die andere so teils mal verwerten, ne? Und das andere dann entsprechend schön umbauen. Tintenbrauerei, da werden wir ordentlich Alk finden, mit Sicherheit. So, hier müssen wir jetzt noch ein Stück geradeaus. Beziehungsweise, wir können ja jetzt schon schnell reisen und dann einfach hierhin zurückkehren. Geht ja auch. So, stellen wir die zweite Power-Rüstung ebenfalls dort oben ab ins Sanctuary. Schön. So, Power-Rüstung Nummer 2 wird abgelegt. So, Fusionskern einmal. Ich wollte den Fusionskern. Ich frage mich, was er da gerade gekriegt hat. So, Fusionskern. Ja, damit. So, wir haben den Vorteil bei der anderen Rüstung übrigens, dass da alles schön repariert ist. Das ist eine vollständige Rüstung. So. Was baust du da? Okay. Vault-Tech-Lackierung. Müsste echt mal gucken, wie es aussieht. So, ja. Wenn man die hier mal eben wegstellt. So, wir hauen mal eben kurz einen Fusionskern rein. Und bewegen die weg. Ich möchte mir die anderen noch mal angucken. Also quasi die nicht zusammengefuckelte. Sondern die, die wir gerade halt gefunden haben, die müsste ja noch vollständig intakt sein, wie es aussieht. Fusionskerne rausnehmen, hier wieder reinsetzen. Plupp. Vor allem, es müsste eigentlich voll im Rücken bieten. So tief wieder, dass da reinhammert. Oder zumindest sieht es so aus. Hey, so. Sag mir einfach wo. So, okay, jetzt sind wir raus hier. Dann möchte ich jetzt mal schauen. Das ist alles, oh, herrlich. Das ist alles perfekt in Schuss. Ich möchte gerne hier, was können wir denn machen eigentlich? Boah, Alter, das kann man ja richtig krass aufbessern. Minuteman-Lackierung, nice. Vault-Tec geht nicht, weil wir keinen Kleber haben, immer noch nicht. Wir brauchen generell Kleber. Wenn alle Teile diese Lackierung haben, ist ja auch nicht schlecht. So. Und extra Stealth Boy, das ist natürlich cool. Mit der Tarnung. So. Dann machen wir doch mal überall die Midman-Lackierung drauf. Helmlampe. Cool. So. Alles machen wir mal hier, ups, in Minuteman-Manier. Dann sieht es ganz cool aus, glaube ich. So, Minuteman, zack. Hier auch nochmal, unbehandelt. Minuteman machen wir draus. Und nochmal beim linken Arm, dann haben wir es. So, sieht doch cool aus. Oder? So eine Minuteman-Rüstung hat was. Schön, dich wiederzusehen. Brauchst du was von den Minutemen? Die Minutemen sind bei uns immer willkommen. Danke. Die Minutemen sind immer zur Hilfe bereit. Okay, ich denke drüber nach.
Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Pass auf dich auf. Und übrigens noch ein weiterer Grund, bei den Minutemen zu bleiben, ist, wir sind der Boss. Das heißt, es passiert genau das, was wir wollen. Huch, oh, da ist mir das Spiel abgeschmiert. Wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, tschüss. Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ich bin euer Timex, ihr seid hier wieder unterwegs auf Gameplay Deluxe, dem wahrscheinlich krassesten Channel auf Erden und im Universum wahrscheinlich auch so. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wo ich hin wollte, aber das ist ja gar nichts Neues eigentlich. Ach, da wollte ich hin. Kann das sein? Ja, stimmt. Hier irgendwie so eine Brücke oder so. Waren wir da nicht schon? Ich dachte, da wären wir schon rübergegangen. Ich weiß nicht mehr genau. Was ist denn hier los? Raider abschauen. Ein wenig zurückgehen. So, wenn ich ihn mit dem Kopf treffe, ist Feierabend für ihn. Aber die anderen wissen noch nicht, dass ich hier bin. So, machen wir dem den Arm platt oder? Ja. Mist. Oh oh, und tschüss. Vielleicht der andere auch noch ein bisschen. Oh. Danke, Preston. Wurde der einfach mal dematerialisiert. So, hier nehmen wir wieder plupp, jede Menge Zeug mit. Raider abschauen kann man immer mal wieder ein bisschen draufdrücken. Was sind denn hier auch viele Raider? Ach, jetzt sind hier Siedler. Die wurden wahrscheinlich von den Raidern überfallen. Vermute ich mal. Hab ich da einen übersehen? Nö, ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir weiter. So, hier irgendwo müsste doch diese Farm sein, ne? Das können wir übrigens auch mal entdecken. Doch, hier waren wir schon. Bientenbrauerei und so. Klar waren wir hier. Ich speichere mal gerade. Habe ich vergessen zu speichern? Ich mache mal gerade den Schnellspeicher. Mal gucken, wo wir da landen. Kurz gucken. Karte. Nee. Hilft auch nicht. Okay, dann laden wir einfach nochmal. So. Jetzt können wir laden. Dann laden wir nochmal hier den Stand. Weiß ich auch nicht. Komisch. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir diesen Ort auch schon entdeckt hatten und so. Naja. Wie dem auch sei. Wobei eigentlich bin ich mir nicht nur ziemlich sicher. Ich weiß das. Natürlich, die Brauerei hatte ich auf jeden Fall schon erkundet. Ach ja, stimmt. Da ist uns ja das Spiel abgeschmiert. Stimmt. Da ist uns ja das Spiel abgeschmiert. Deswegen werdet ihr den Teil der Aufnahme auch wahrscheinlich gerade noch in der Folge sehen, die ich gerade meine. Das werde ich wahrscheinlich zusammenschneiden müssen. Sehe ich ja nachher mal. So, wie sieht es denn hier aus? Sind überall Tato-Pflanzen. Die kann ich auch gerne mal mitnehmen. Oh, gebackene Blähfliege. Oh, lecker. Mein Leibgericht. So. Ja, sonst können wir nichts machen. Gut, dann. Ich finde das so cool mit dem Helm und der Sonnenbrille. Das sieht echt cool aus, finde ich. Es wird Zeit, dass wir so eine richtig krasse Rüstung kriegen. Das wäre mega nice. So, hallöchen, Siedler. Ich muss dich leider wecken. Dich auch. Einfach mal nur so. Das Prinzip. Toll, zwei Siedler. Ein einfaches Leben ist das nicht. Haben die Minutemen dich geschickt? Wo ist das Problem? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein... Wieso hört sich denn mein Sound gerade so extrem merkwürdig an? Hä? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade wirklich nicht. Warte mal, so. Problem. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Okay, wie viele sind es? Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es drei. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben.
Okay, lag irgendwie daran, ich weiß nicht, wie es sich bei euch anhört, ich hoffe, es hört sich gut an. Lag einfach irgendwie daran, ich habe ja so ein Headset, wo ich die 5.1 und Stereo-Geschichte umschalten kann, einfach per so einem Schiebeknopf sozusagen, so ein Schieberegler. Wenn ich auf Stereo schalte, ist alles okay, aber auf 5.1 hört sich die Stimme ein bisschen merkwürdig an, so weit weg und sowas. Ich glaube, ich mache nochmal ganz schnell, das hier reicht ja dann für die letzte Folge, das war irgendwie eine Stunde 15 oder so Aufnahme, das kriege ich dann schon irgendwie geschnitten. Dann mache ich nochmal schnell den Aufnahmewechsel und gucke nochmal schnell, was da los ist, nicht, dass da irgendwas sich komisch anhört und wir sehen uns dann gleich sofort wieder. Bis dahin. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.